So Freunde, kleiner Zwischenstopp unterwegs. Wo bin ich? Bei Petromax bin ich gelandet. Und Sophie ist leider nicht da. Übergibt der Sophie auch eine für dich? Wir werden sie in Ehren halten. Ja. Gut, und jetzt muss ich mich noch über die Dieselhexe hermachen. So Freunde, hier, man sieht mal wieder nichts auf dem Display, wächst der Sonne. Ja, und dann klebe ich jetzt, verewige ich mich auch. Schauen wir mal, wo wir von der Größe reinkriegen. Ja, dann so halbwegs drüber, dass wir ja keinen anderen überkleben. Wird ja eng langsam. Ja, langsam wird es wirklich eng. Ja, die haben auch alle so riesige Aufkleber. Schon gesagt, wir werden das in Zukunft normieren. Ja, geh runter. Ja, wie gesagt, das sind noch die Prototypen-Aufkleber. Ohne die Schutzfolie oben drüber. Aber die liegen schon daheim. Aber dafür ist er schön dünner, kann man schön drüber kleben. Passt. Oh, jetzt habe ich das. Tut mir leid, wer auch immer das war. Man kann es noch lesen, ist alles in Ordnung. Wenn das nächste Mal kommst, siehst du von deinem auch nur noch die Kante. Aber ich hätt ihn ja hier über den Philipp drüber kleben können, weil von dem kriegt man keinen Kaffee. Weil wegen Kaffee bin ich ja eigentlich hier vorbeikommen. Genau, ja, der beste Kaffee hier ever. Ja. Okay Leute, ich schlürfe hier jetzt ganz genüsslich noch einen Kaffee und dann fahre ich weiter. Alles andere haben wir ja letztens hier schon gefilmt. Bis nachher. So Freunde, ich bin am nächsten Standort. Ja, der Hut hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich vorher noch bei Petromax war. Meine Haare sehen gerade so furchtbar zerzaust aus, wegs offenen Fenster fahren, hilft nichts. Und wo ich bin und wer die gleich kriegt, seht ihr gleich. Ui, hier brennt schon eine Feuerplatte und es wird schon was zum Essen draufgelegt. Hey, und zwei Kaffeetassen stehen auch schon bereit. Ja, dann passt ja mein Geschenk. Auch für dich habe ich eine. Oh. Möchtest du den Zuschauern sagen, wo wir sind? Also erstmal möchte ich mich bedanken für die Tasse. Bitte, bitte. Und des Weiteren sind wir diesmal in Brandenburg oder bist du in Brandenburg? Und zwar in der Nähe vom Lausitzring. In der Nähe vom Lausitzring, gut. Ja. Handwurz gerade. Irgendwo zwischen Berlin und Dresden. Okay, muss reichen. Ich habe nämlich sogar auch die Standort-Dings von meinem Handy ausgemacht, dass auf irgendwelchen Bildern nicht aus Versehen der Standort drauf ist. Okay, was gibt's denn Leckeres? Pfannkuchen mit Baconkern. Pfannkuchen mit Baconkern, geil. Den schönen Hintergrund, den muss man einfach nutzen. Bevor ich es vergesse, heutige Tagestour waren etwas über 400 Kilometer. Also ich hocke schon wieder, ich bin so fertig vom Autofahren, Leute. Aber ist der Teig auch schon auf der Platte? Nee. Ist der Teig auch schon auf der Platte? Oh, jetzt habe ich das wieder verpasst. Verdammt! Ah ja. Um den Bacon rum den Pfannkuchenteig. Oder hast du ihn jetzt bloß drüber gekippt gehabt? Ja, drüber gekippt, ja. Aha, ja. Einmal wenden. Geil. Und dann sollte es fast fertig sein. Das ist eine geile Idee. Stammt übrigens von Klaus. Okay. Gut. Geklaut. Nee, nicht geklaut. Weiterverwendet. Weiterverwendet. Sorry, Leute. Vor lauter Ratschen habe ich jetzt hier tatsächlich mein Probierele vergessen. Aber das ist geil. Das ist wirklich geil. Genauso geil wie Frühlingsrollen in Bacon oder Fischstäbchen in Bacon. Naja, schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Eine kleine Rundfahrt kriege ich hier auch. Ja, gucken wir mal. Also Leute, jetzt nicht erschrecken. Jetzt gibt es nachher gleich einen Kulturschock wieder. Da oben ist ein Aussichtsturm. Ich weiß nicht, ob man es irgendwo da gerade gesehen hat im Hintergrund. Direkt am Lausitzring. Und schauen wir mal, ob wir aufkommen. Warum muss ich eigentlich überall, wo ich hinkomme, Grillsport betreiben?
Tja Leute, Aussichtsturm, bla bla bla, bla bla bla, lest selber, drückt Pause. Ja, gehen wir mal auf. Auf das Ding da oben. Ich glaube Leute, das sind 1 Million Treppen da hoch. Oh. Leute, ich oute mich hier jetzt als Schisser. Das Ding wackelt. Aber die Aussicht, sobald ich wieder atmen kann, ist geil. Eindeutig. Schauen wir mal. Ach, da war jemand da. Hallo? Wo kommt der jetzt her? Ja, so ein altes Förderteil. Keine Ahnung, wie man dazu sagt. Ach, vom Bagger. Okay. Von der Schaufel. Aha, aha. Ja, und ich zoome mal wieder weg. Also ein riesen Solarfeld im Hintergrund. Viele, viele Windräder. So, jetzt zoome ich mal ganz her. Okay, der Zoom ist echt nicht schlecht auf die Weite. Also die Windräder sind ziemlich weit weg eigentlich. Ist doch gleich der Abräumbagger oder wie das Ding heißt, gekommen. Ja, das wäre so ein Lost Places zum Durchforsten. Ja. Und hier drüben, was haben wir da? Das ist dann der Lausitzring, oder? Wo haben wir ihn hier? Das ist dann der Ring hier drüben, oder? Genau. Der okay. Der Lausitzring. Na ja, wenigstens sieht man noch ein bisschen. Ja. Zurzeit ziemlich ruhig. Ja. Also ich habe ihn auch noch nicht gesehen gehabt. Vielleicht jemanden, wo es interessiert. Gut. Ja, schon ein bisschen weiter weg, gell? Wenn ich wieder zurück zum auf normal. Okay, die Runde haben wir jetzt gesehen hier. Dann wir gucken jetzt noch ein bisschen und dann geht es halt hier auch im Video nachher weiter. Was ich ja die ganze Zeit schon sagen wollte, das ist übrigens Tag 8. Wo es jetzt hingeht, noch keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich habe jetzt gerade noch Glück gehabt, dass wir reingelassen wurden, ohne Eintritt zu bezahlen. Und im Hintergrund steht die F60 Förderbrücke, wie es heißt. Also ein Riesenteil, wir gehen nachher noch näher hin. Also irgendwie der vordere Teil da ganz da vorne muss 70 Meter über dem Boden sein. Aber ich glaube, da kann man drunter gehen und da gehen wir jetzt hin. Dieses Förderteil ist ja echt hardcore. 500 Meter Länge, 11.000 Tonnen. Wahnsinn. Gut. Und wir sind eben hier im oder am Besucherbergwerk Lichterfeld F60. Ja, alte Lok steht noch rum. Ein Krokodil! Schauen wir mal hin. Ja, da. Kennst du die Lok hier so als Grubenlok oder wie war das? Ich kenn's als Grubenlok, ja, Grubenbahn. Okay. Ja, gut. Wenn man jetzt so näher kommt, also es hat einmal so eine Lok gegeben, die wurde dann Krokodil genannt, aber das werden andere viel besser wissen. Und ja, also dieses Ding da oben ist schon recht imposant, wenn man das so anschaut. Hey, da ist sogar noch offen. Da kann man sogar noch näher hingehen. Also jetzt im Video kann man das gar nicht so rüberbringen, wie das hier ist, wenn man davor steht. Leute, hardcore. Also das ist ja... Ja, ich würde mal sagen, das ist wirklich ein Kulturschock. Oh, danach tut uns was Leckeres zum Grillen gut. Aber was es dann gibt, verrate ich euch jetzt noch nicht.
Ah, mittlerweile sind wir ja wieder hier angekommen. Und hier wird schon was vorbereitet. Haha, die Beckenzwiebelringe. Bekannt? Ja. Ja. Ja, was ist das? Ein Bräuler. Und was wird das? Ein flacher Bräuler. Ein flacher, also machen wir also ein Roadkill. Chicken. Gut. Auf der Platte. Ja. Aber ich unterhalte mich jetzt weiter mit deinem Besuch. Ja. Ich sehe, du machst es voller Freude. Mit Lust und Liebe. Und viel Liebe. Ja, genau. Ja. Und ich kümmere mich dabei um deine Frau. Nö, das war auch nicht gewettet. Also, ich stehe hier ja jetzt unter dieser Überdachung hier. Ganz außenrum werde ich euch heute nicht führen. Ich glaube, das reicht jetzt schon, wenn man hier mal dieses Grilleck sieht, was er sich hier gebaut hat. Also, ich muss sagen, so als Grillecke ist das schon richtiges Paradies. Und was hier noch so außenrum ist, ist auch richtig. Ja? Ja, immer dieser Schatten. Ich weiß nämlich nicht, ob man mich nachher da sieht. Ja, so ist auf alle Fälle besser. Und das außenrum, fantastisch. Ich glaube, das Toilettentürchen zeige ich euch nachher noch. Hört sich jetzt blöd an, aber richtig geil gemacht. Komm, geh mal schnell noch rum. Also, die haben hier im diesen Anbau Nebenhaus hier wirklich hier außen dran eine richtig nette Toilette reingesetzt und ich finde es einfach geil, wie man sowas macht, so mit Herzchen. Man kommt sich fast vor wie auf der Alm. Also sehr gepflegt, muss ich auch hier sagen. Im Nebengebäude inklusive Küche. Also auch hier muss ich sagen, bin ich doch wow. Wie schön man sich das doch machen kann. Aber ich glaube, das ist das Allergeilste hier gerade. Auch hier haben wir eine Stimme aus dem Hintergrund. Und was ist das hier, Herrin? Eine Sommerküche. Eine Sommerküche. Ja. Von Mai bis Ende September sind wir hier draußen. Ja, das war vorher. Küche. Vorher die Stahltüre, wo wir von außen gesehen haben. Hammer. Einfach Hammer. Ja klar, ohne Erlaubnis reiße ich da jetzt nicht die Tür auf und filme hier alles. Aber wenn Chefin sagt, ich darf, dann filmen wir da auch nein. Und hier haben wir noch den Nachbarn, der nicht aufs Video drauf will. Du bist also auch ein Fan von mir? Ich bin auch ein Fan. Ja, siehst du, jetzt bist du auch mal im Video mit. Auch bloß kurz. Okay? Okay. Gut. Er schaut übrigens auch den Street Fighter Kanal mit an, meinen Zweitkanal. Bist du begeistert davon? Ich bin sehr begeistert. Geile Sache. Ja, ja. Also ein Doppelfan. Ja, ja. Gut. Wir schneiden jetzt hier erstmal sauber das Rückgrat raus und dann werden wir den Gockel platt drücken. Wer das jetzt von uns macht, wissen wir noch nicht. Aber du hast eine gute Geflügelschere. Das ist schön. Noch schneidet sie, ja. Ja, aber schneid da bitte nicht in die Finger. Ich gebe mir Mühe. Und dann richtig mit Dampf. Der Tisch ist ein bisschen wackelig vielleicht, aber das muss richtig knacken. Ja! Jetzt! Jetzt hat man es gehört. Der Traktor ist drüber. Ganz genau. Gut. So, dann werden wir würzen. Ja, mit was würzen wir? Ich werde am besten den guten alten Klaus holen. Guten alten Klaus. Also der, was hier oben an der Stange hängt. Der ab und zu mal zuguckt beim Grillen. Okay, dann hol ich das machen mal. Wir das. Ja, Freunde, wir sehen nichts aus dem einfachen Grund. Ich habe mich gerade über mein Navi mal wieder aufgeregt, aber jetzt habe ich es programmiert. Und wo ist das Hähnchen hin? Hopp, hier drunter versteckt. Jawohl. Also Feuerplatte groß genug. Kann man auch ein Hähnchen drauf machen. Geile Geschichte. Gut. Jetzt warten wir. Warten wir, bis es fertig jetzt ist. Warten wir eine Stunde und dann sehen wir uns. Okay.
So Leute, dann gucken wir mal hier nach. Halt euch mal die Lampe. Boah, das sieht doch mal richtig gut aus. So halbwegs erkennen kann man es ja. Das sieht mehr als richtig gut aus. Ja, und was da im Hintergrund so füllt, ja, das ist der Dirk hier auf dem Fernseher. Weil wir amüsieren uns hier gerade köstlich. Da kommen auch noch die Bacon-Zwiebelringe mit drauf. Ja, wo ist der Lampenträger? Jawohl. Oh yeah. Jo, wie sagt man hier in dem Bereich? Sagt man hier auch schon, ich freue mich? Oder ist es weiter oben? Ich. Okay. Wir sind noch bei ich. Also, hier sind wir noch bei ich. Okay. Ganz klar typisch. Er hat nicht gesagt. Frau des Hauses hat Zähnchen zerpflückt und ich habe sie wieder verpasst. Das hat René gemacht. Ich mach's selber, ja. Ich halte die Teller. Aber ich gebe dir die Chance. Für ein Probiererle. Ja. Na, her damit. Immer her damit. Jo. Oh. Heiß, heiß. Heiß, 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 heiß. Wie unfair. Wie gehabt, nachts mit Beleuchtung. Lecker Probiererle. Schmeckt gut. Also, dann tun wir jetzt essen. Und nee, das ist echt lecker. Nachher nochmal. Richtig, genau richtig. Ich soll wieder so viel essen und Chef nimmt sich so ein kleines Beinchen. Das geht gar nicht. Ich schneide mir hier jetzt die Hälfte weg und gib's rüber. Da kannst du auch einen geben dann. Aber Leute, wenn wir schon dabei sind. Sehr geile Kartoffeln. Sehr geile Kartoffeln. Da kommst du ja ruhig voran. Und Zwiebel und Bacon kann man ja eh nichts falsch machen. Wie gesagt, nachher nochmal. So Freunde, letzte Szene für Tag 8. 8. Es war. Nee, erstmal noch das Fazit sprechen. Essen war sehr lecker. Hähnchen auf der Feuerplatte. Funktioniert genauso gut. Hast du gut gemacht. Kartoffeln, sehr lecker. Kommt von Schatzi. Zwiebeln hätte ich jetzt an deiner Stelle ein bisschen länger drauf gelassen. Ja, die waren nicht. Ja. Die waren aber schnurpsig. Aber lecker. Ja. Gut. Nur einen kleinen Tick, aber lecker war's. Gut, dann sind wir schon am Ende von diesem Video angelangt. Ich sage euch nochmal recht herzlichen Dank, dass ich herkommen durfte. Gerne. Keine Ursache, ich hoffe, ich war halbwegs angenehm. Ja. Okay, Freunde, dann bis zum nächsten Video. Das wäre dann Tag 9. Also, das nächste Video halt. Morgen. Ja, morgen wird es aufgezeichnet. Genau. Okay, Leute. Ciao. Tschüss.